Hallo Kali Crew! Willkommen zu diesem wunderbaren, unglaublich tollen, aufregenden, spannenden Video, auf das ich mich jetzt echt schon Wochen gefreut habe, denn hiermit ist mein zweiter Merch live! Woo! Aber stopp, nicht wegschalten, Leute. Wartet erst noch das Video ab. Ich will euch erst alle Sachen ganz genau zeigen, ein paar Sachen dazu auch erklären. Und es gibt gerade eine Aktion, die ihr nur wissen könnt, wenn ihr dieses Video schaut. Also ihr könnt es sonst nirgends lesen, außer ihr folgt mir auf Instagram. Da habt ihr es schon mitbekommen. Aber wartet jetzt dieses Video ab. Das ist echt sehr wichtig, vielleicht für einige von euch. Also bleibt dran. Und bevor wir mit dem Merch starten, aber erst wieder eine Frage, passend dazu heute. Und zwar wollte L-V wissen, hast du ein Lieblingsteil aus deinem Merch? Ja, habe ich, aber das wechselt irgendwie jeden Tag. Also je nachdem, was für ein Produkt ich halt mehr benutze. Zum Beispiel trinke ich jetzt gerade wieder ultra viel Tee und das mache ich immer aus meiner... aus meiner Tasse. Ich hatte noch diese Halloween-Sachen hier stehen. Und daraus trinke ich jeden Tag gerade mehrmals Tee. Auf der anderen Seite ziehe ich jetzt auch gerade wieder fast jeden Tag meinen Kali Crew Hoodie an, weil es draußen arschkalt ist. Und der ist halt super kuschelig warm. Der hat eben so ein kleines Vlies und die Farbe davon ist der Hammer. Also ja, je nachdem, was für ein Tag es ist, ist gerade ein anderes Lieblingsprodukt. Aber ich liebe alle davon und so soll es auch wirklich sein. Ich bringe halt echt nur Sachen raus, die ich eh immer benutze, die ich ultra, ultra schön finde. Und deswegen liebe ich alle Sachen aus meinem Merch. So, excuse me, Mister. Aber schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsteil ist, welche Sachen ihr schon habt, welche ihr vielleicht super gerne hättet und ob ihr Feedback habt. Und dann ganz viel Spaß bei meinem Video und los geht's! Dieser Moment, wenn man sich selbst sein eigenes Kissen sein kann. Ich würde sagen, wir starten mit dem Produkt, was ihr schon einige Male in meinen Videos gesehen habt, eigentlich in allen von meinen letzten, ohne zu wissen, dass es aus meinem neuen Merch sein wird. Und zwar ist die Rede von meinem Popsocket. Ich habe jetzt mein eigenes Popsocket. Ich kann es nicht glauben, das ist so richtig was Besonderes für mich. Oh, das war die Taschenlampe. Und zwar steht da drauf, choose happy. Ich wollte auf jeden Fall etwas Motivierendes, sich daran erinnert, einfach immer positiv an die Sachen dran zu gehen. Weil klar gibt es auch manchmal Situationen, die sind einfach... blöd, aber oft haben blöde Situationen auch immer irgendwas Gutes mit sich oder man kann versuchen, etwas Positives darin zu sehen. Und genau daran soll halt euch dieses Popsocket erinnern oder allgemein die Kali Crew. Ich finde, wir sind hier so ein positiver Ort. Hier sind alle immer fröhlich, man kann kreativ sein, man kann einfach seine ganze Laune rauslassen in DIYs, sei es gute oder schlechte Laune. Man kann halt einfach was Tolles, Neues erschaffen und deswegen versuche ich euch immer ganz viel Positivität und Glücklichkeit mitzugeben und deswegen choose happy. Also das ist auch ein ja, Spruch, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde. Und dann kommen wir zu den Farben. Wenn ihr mich gut kennt, dann wisst ihr, dass allgemein Pastellfarben meine Lieblingsfarben sind. Vor allem rosa und mint, aber alles pastellige. Ich glaube, ich hatte auch meine Fingernägel schon in jeder einzelnen Farbe von diesen hier lackiert. Ich finde die unfassbar schön und deswegen mussten die natürlich auf mein Popsocket drauf. Ich habe das Ganze in so einem Batik-Design gemacht, weil ich habe dieses Jahr sehr viele Klamotten gebartigt und fand die auch richtig cool, besonders selbst gemacht. Und ich glaube, das Popsocket soll einfach genau das komplett verkörpern. Auch ohne Kaktus wisst ihr, wenn ihr meine Videos regelmäßig schaut, glaube ich, dass das hier von mir kommt. Also ich sehe mich in diesem Popsocket so sehr wieder. Wir haben dann hierfür auch einen schwarzen Griff genommen, weil das sehr resistent gegenüber Schmutz ist. Also der bleibt euch sehr lange sauber. Wenn ihr ein schwarzes Handy habt, ich glaube, dann sieht es vielleicht noch cooler aus. Aber auch mit meinem weißen finde ich es sehr, sehr schick. Und habe dafür natürlich auch nur einen Anbieter genommen, und zwar das Original Popsocket. Ich selber habe schon seit Jahren Popsockets, mir ist noch nie was abgefallen. Ich liebe die Qualität und deswegen war es mir natürlich wichtig, auch für euch nur das Beste zu holen. Und deswegen bekommt ihr das vom originalen Popsocket-Hersteller. Nur das Beste für die Kali Crew. Weiter geht's mit Produkt Nummer 2, das ihr auch schon sehr oft auf Instagram gesehen habt und jetzt auch gerade hier, und zwar meine Mütze. Ich habe Beanies rausgebracht, ja nicht nur eine, sondern gleich zwei, weil ich nicht wusste, ob wirklich jeder immer rosa mag, so wie ich. Ich weiß, einige Jungs schauen auch meine Videos und natürlich können auch Jungs rosa tragen, Raffi hat die auch manchmal auf, aber ich glaube auch allgemein suchen manche Leute einfach lieber was Schlichteres von den Farben her, was wirklich zu jedem Outfit passt. Und da ist schwarz einfach die Farbe, die man dazu nehmen könnte. Ich habe aber bei beiden den gleichen Aufsticker drauf nähen lassen. Da steht einmal Kali-Kästchen mit unserem Logo drauf. Das hier so richtig schön umrandet, also das fällt euch nicht ab. Das fühlt sich auch so hochwertig an. Die ganze Mütze, der Stoff ist so, so gut verarbeitet. Die ist übelst warm, sehr, sehr dick. Also die hält euren Kopf schön warm, schützt euch vor Wind.
So sieht die schwarze getragen aus. Ist genau die gleiche Form wie die hier in Puderrosa, nur eben in schwarz. Was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, dieser Stoff kratzt nicht, weil ich hatte schon so viele Mützen, die gut aussahen und hat man die auf und es kratzt und juckt und nope. Nicht bei dieser hier, die ist wirklich richtig schön kuschelig warm und das sage nicht nur ich. Ich habe sie von meinen Freundinnen, von meiner Schwester von Raffi Probe tragen lassen, bevor wir uns dafür entschieden haben und alle sagen, das ist die beste Mütze, die sie jemals hatten, also der Winter kommt, Leute. Das hier ist eine Sache, die braucht ihr einfach, weil sie ist so schön und das ist wirklich, also auch ohne Aufsteiger, ich hätte sie mir selber auch gekauft, die ist einfach der Hammer. So, jetzt ziehe ich aber wieder rosa auf. Ja, ich habe einen Bad Hair Day. Das ist auch übrigens ein guter Lifehack, wenn ihr eure Haare mal nicht gewaschen habt, dann zieht einfach eine Mütze auf und keiner weiß es. So toll diese Sachen auch alle sind, muss ich euch jetzt von einem riesen Fail erzählen, damit ihr euch auch nicht wundert, wenn ihr in Zukunft manche Leute mit einem anderen Kalik-Hoodie sehen werdet. Eigentlich war für diesen Merch auch wieder ein neuer Crew-Hoodie geplant. Der wird auch kommen in ein paar Wochen. Hoffentlich ist der fertig und neu für euch bereit, aber es gab einfach einen Produktionsfehler. Ich muss euch einfach erzählen, wie es ist. Wir versuchen so viel und sicher, wie es geht, zu planen, aber manchmal laufen Dinge schief, sei es durch Covid oder durch eben Produktionsfehler. Das kann passieren, gehört dazu. Auch bei mir läuft nicht alles immer perfekt. Und deswegen kommt er jetzt nicht pünktlich zu diesem Merch raus. Ich wollte euch aber nicht länger warten lassen. Deswegen kommt ihr einfach irgendwann nach. Und damit ihr euch aber nicht wundert, der Hoodie ist bei manchen Leuten schon in den Kleiderschränken. Das liegt aber daran, dass wir sehr viele produzieren lassen haben und die dann eben fehlgedruckt wurden. Und wir aber gesagt haben, natürlich lassen wir es jetzt nicht schreddern oder schmeißen die weg oder sowas. Wäre abartig. Wir haben alle Hoodies gespendet. Also falls ihr irgendwann mal jemand seht, der einen rosanen Crew-Hoodie anhat, wo auf der Seite eine weiße Schrift ist, dann ist es einer der gespendeten Pullover. Der neue Hoodie wird keine weiße Schrift haben, der Aufdruck wird auch ein bisschen anders sein, das zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Aber einfach, damit ihr Bescheid wisst und euch nicht wundert, weil ich habe es auf Instagram auch schon ein paar Mal erzählt, dass eben da was schiefgelaufen ist. Natürlich landen die nicht im Müll, die haben alle ihren Einsatz gefunden und ein schönes Zuhause und werden hoffentlich mit Liebe getragen, aber für euch soll es eben perfekt werden. Und deswegen kommt bald ein neuer Crew-Hoodie hier in Babyrosa, nicht in Babyblau, diesmal in Rosa, in zwei Varianten. Und zwar einmal in der Crop-Version, also die könnt ihr perfekt mit High-Waisted Jeans tragen. Und dann der gleiche Pullover, nur als längere Version, wieder mit einer Bauchtasche, so ähnlich wie der alte Hoodie. Und davon ist die Qualität so der Hammer, Leute. Also das fühlt sich so richtig dick, hochwertig an. Der Stoff ist der Hammer. Ich werde ihn euch dann, wenn er fertig ist, nochmal richtig zeigen. Nur damit ihr Bescheid wisst, ihr werdet den perfekten Hoodie bekommen und die nicht perfekten, nicht 100% perfekten, die wurden alle gespendet. Aber es gibt noch ein weiteres Produkt, das es auch im ersten Merch gab und ihr so gefeiert und mega oft auch bestellt habt. Deswegen gibt es eine zweite Version davon. Die Rede ist von einem neuen Kalik-Shoe-T-Shirt in Flieder. Ihr denkt euch jetzt, hä, warum nicht Mint? Mint ist doch deine Lieblingsfarbe, Cassie. Das stimmt, aber ich hatte auch tausende Samples da. Es gab einfach nicht den perfekten Mintton in dem Oberteil. Und ihr wisst, ich mache wirklich nur Produkte oder entscheide mich für die Produkte, wenn die perfekt sind. Wenn ich sage, das ist das Beste, was ich finden konnte. Und ich konnte den besten Mintton in dem T-Shirt einfach nicht finden. Deswegen habe ich mich für eine andere wunderschöne Farbe entschieden. Und zwar Flieder. Ich liebe diesen Ton. Der Schnitt ist auch wieder richtig schön. Einfach so, also schmiegt sich schon in eurem Körper an, aber es ist nicht zu girly, würde ich sagen. Und der Stoff ist ultra weich. Also das ist echt, ach, ich liebe die Qualität von allen Produkten. Hier haben wir auch wieder eingenäht das Kalik-Cassie-Etikett, damit ihr auch wisst, es kommt wirklich von mir und nicht von irgendjemand. Dann denkt ihr euch jetzt, okay, warum ist es einfach nur ein fliederfarbenes T-Shirt? Nein, nein, nein. Auf der Rückseite, da ist das Highlight. Und zwar haben wir hier einen Kreis, in dem drin steht Plant your dreams and let them grow. Darunter dann drei Kakteen und das Ganze in so einem Kreis, das aussieht wie von einem Pinsel gezogen. Hier unten die Blüten vom Kaktus und kleine Punkte noch. Also ich glaube, wenn ihr das anschaut, dann wisst ihr einfach ganz genau, okay, das kommt von mir, weil da so viele Elemente drin sind, wie die Punkte, Kakteen sowieso. Und auch der Spruch so, pflanzt deine Träume, du hast es selber in der Hand und dann lass sie wachsen und wachs einfach auch immer wieder an dir selber. Das ist auch so ein motivierender Spruch, was ich einfach der Hammer fand. Und ein Kritikpunkt, was ihr das letzte Mal oder einige gesagt hatten, war, dass ihr gerne Merch hättet, der von mir kommt natürlich, der uns alle verbindet, aber bei dem nicht jeder andere direkt weiß, oh, das ist jetzt ganz groß, Kalik-Cassie oder Kalik-Crew. Das kann ich nachvollziehen, nicht jeder will es so mega zeigen. Und deswegen steht hier nirgends Kalik-Cassie, nirgends Kalik-Crew drauf. Aber ich glaube, wenn ihr meine Videos schaut, dann wisst ihr ganz genau, das kommt von mir. Und jeder, der auch meine Videos schaut, weiß dann, sie gehört zur Kalik-Crew oder eher, je nachdem, wer ihr seid. Und damit kommen wir jetzt zur großen Überraschung und Aktion, die ich mir für euch überlegt habe. Ich bekomme nämlich sehr, sehr, sehr oft
pro Tag die Frage, ob ich euch Autogrammkarten zuschicken kann. Und ich hoffe, ihr versteht, dass das einfach zeitlich nicht machbar ist, jedem eine zuzuschicken. Das wäre unfassbar viel Zeit und ich hätte keine Zeit mehr zu Videos drehen. Deswegen haben wir uns jetzt was anderes überlegt. Und zwar bekommen die ersten 300 Bestellungen von euch. Halt, stopp! Wir haben die Aktion abgeändert, weil mir sehr viele von euch auf Instagram geschrieben haben, dass ihr bis 15 Uhr oder so Schule habt und Angst habt, keine mehr zu bekommen. Das soll natürlich nicht so sein. Also ihr bekommt bis Freitag 14 Uhr, wenn ihr bis dahin irgendwas bestellt für mein Merch, ganz egal ob alter oder neuer, garantiert eine dazu. Und die kommt natürlich unterschrieben. Also das ist jetzt einfach nur die reine Karte. Ihr bekommt eine Originalunterschrift von mir drauf. Und dann habe ich auf der Rückseite, damit es noch ein bisschen besonderer wird, meine Lieblingsfotos aus diesem Jahr abgedruckt. Hier seht ihr auch Myla und Raffi mit drauf. Ein kleiner Text. Auch wieder der Batik-Hintergrund. Also ich hoffe, ihr seht, dass ich versucht habe, einen richtig roten Faden da reinzubringen. Ich hoffe, die Teile gefallen euch genauso sehr wie mir. Schreibt mir unbedingt euer Feedback. Ich bin mega dankbar, egal ob positiv oder negativ. Lasst mich einfach eure Gedanken dazu wissen, denn ihr seid auch der Grund, warum ich das überhaupt machen kann. Deswegen ein riesengroßes Dankeschön an alle von euch, die mich unterstützen. Egal, ob ihr meinen Merch kauft oder nicht oder ob ihr nur Kommentare schreibt, dieses Video liked oder so, das hilft mir alles mega, mega viel weiter. Also tausend Dank, dass es euch gibt, dass ich so eine mega krasse Community habe und damit jetzt auch schon meinen zweiten Merch machen konnte. Ich habe wirklich jeden einzelnen von euch unendlich lieb. Ich hoffe, ihr wisst das. Und falls ihr jetzt Lust habt, irgendetwas von meinem Merch euch zu holen, dann klickt auf den Link in der Infobox, da ist es immer verlinkt. Und dann ganz viel Spaß beim Shoppen, beim Durchschauen. Und ich hoffe, ja, ich hoffe, euch gefällt euch. Lasst mich wissen. Lasst auch gerne einen Daumen oben dafür da, wenn ihr dieses Video gefeiert und bis hierhin geschaut habt. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute.